Guten Abend. Es ist jetzt Montag, der 14. Ich bin heute relativ spät aufgestanden, weil ich habe mir keine Wecker gestellt. Also ich bin ein paar Mal schon früher aufgewacht, aber ich bin nicht aufgestanden, weil ich mir dachte, nee, heute habe ich da keinen Bock drauf. Und ja, ich habe heute mit meiner Mama und mit meiner besten Freundin schon ein paar Sachen hier ausgepackt und eingeräumt. Und ich habe gerade so eine Arie hinter mir. Ich habe die ganze Wohnung durchgesucht. Ist ja nicht viel, aber ich habe die ganze Wohnung durchgesucht und dachte mir, was zum Teufel. Ich habe eine einzige Kiste gesucht, wo der Rest meiner Küchenutensilien, also mein Besteckkasten, meine Auflaufformen, meine Sodastream-Flaschen und sowas. Ich habe diese blöde Kiste gesucht und ich habe alle Kisten durchgeguckt. Ich habe wirklich jede Kiste irgendwie aufgemacht, reingeguckt und es war nirgendwo waren diese blöden Küchensachen drin. Und dann gucke ich im Wohnzimmer hinter einen Haufen Möbel, Lattenrost, alles und da steht diese einzelne einsame Kiste. Wessen Idee war das, diese einzelne Kiste da ganz hinten hinzustellen und dann Möbel davor zu stellen? Wessen Idee war das? Aber egal, ich habe die Kiste. Das heißt, ich kann mir jetzt auch was zu essen machen. Es ist jetzt übrigens 21:45 abends. Ich habe, wie gesagt, ich habe die ganze Zeit nach dieser Kiste gesucht, damit ich mir endlich was zu essen machen kann. Ja, und ich habe tatsächlich im Bad ein bisschen was geputzt, weil durch diese Duschtür konnte man nicht durchgucken, als ich eingezogen bin gestern. Und deswegen habe ich erstmal die Duschtür sauber gemacht, damit ich gleich duschen gehen kann und nicht schmutzig wieder aus der Dusche rauskomme. Das war halt alles, ne, Kalk- und Seifenablagerung und sowas. Und das hat mich 20, 25 Minuten gekostet oder so. Mit einem richtig guten Fensterputzmittel und ein bisschen Antikalk-Spray. Und dann war es auch wieder sauber. Das heißt, ich kann mir jetzt was zu essen machen. Dann kann ich was essen. Dann kann ich duschen gehen und dann kann ich ins Bett gehen. Weil morgen muss ich relativ früh wieder aufstehen. Also allerspätestens um 7:30 oder so. Weil morgen wird nämlich meine Couch geliefert. Das heißt, ich muss nach dem Essen und nachdem ich gegessen habe, noch ein bisschen Platz hier im Schlafzimmer machen. Und noch ein bisschen was wegräumen, einräumen, wie auch immer. Weil meine Couch morgen kommt und ich irgendwo die Pakete von der Couch hinpacken muss. Ich habe nämlich heute bei IKEA eine Couch bestellt und die kommt halt in 3 Paketen und ich muss die Pakete irgendwo hin tun. Deswegen muss ich da noch irgendwie Platz machen. Oder ich muss vorne im Flur Platz machen. Was auch geht. Ich glaube, ich mache vorne im Flur Platz. Dann können die das da gleich, dann müssen die nicht durch die ganze Wohnung laufen. Auf jeden Fall ruft mich morgen der Speditionsmensch an. Das heißt, ich lasse auch mein Handy auf laut. Falls die mich schon um 6 anrufen, falls die wirklich schon um 7 da sind, was ich nicht glaube. Also 7 bis 14 Uhr ist das Lieferzeitfenster morgen. Ich glaube nicht, dass sie direkt schon um 7 kommen, aber man weiß, Gott, was ist denn los? Man weiß ja nie. Ja, ich werde mir jetzt noch was Kleines zu essen machen. Ich war auch heute tatsächlich einkaufen und meine Mama ist so ein süßer Mensch und hat mir heute meinen Einkauf spendiert. Meine Mutter. Und ja, morgen hole ich meine Mama nochmal von der Arbeit ab. Und sie hilft mir noch ein bisschen mit Einräumen und wir gucken mal, dass wir schon ein paar Möbel in die richtige Richtung schieben, also in die richtigen Räume und schauen mal, dass das alles funktioniert und dann vielleicht bauen wir auch morgen schon mal meine Schreibtische auf, vielleicht kriegen wir das auch hin, dass ich einige Kisten auf den Dachboden packe. Und also Kisten, wo ich definitiv weiß, dass ich die hier im Moment jetzt zum Einzug erstmal nicht brauche.
Da muss ich aber mal erstmal gucken. Ich habe hier eben, habt ihr wahrscheinlich gesehen, schon ein bisschen meine Küche sauber gemacht und so ein paar Sachen eingeräumt, weil meine Mama mir hier so tolle Aufbewahrungsbehälter besorgt hat. Und habe da so ein bisschen was gemacht. Und ich hasse es immer noch, dass ich hier noch kein vernünftiges Licht habe, dass hier sich immer die Lichtverhältnisse ändern. Das ist zum Vloggen nicht angemessen, aber egal. Das heißt, ich habe jetzt, also den letzten Vlog, das war Part 1 vom Umzug. Jetzt ist, das ist Part 2 vom Umzug. Das heißt, ich werde wahrscheinlich eine Menge vorher filmen und dann werde ich das nach und nach, gucken, dass ich das hochlade, vielleicht so alle 3-4 Tage, dass ich die fertig schneide und hochlade. Und dann habe ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen Material für die Wochen danach. Und gucken wir mal, was die hier alle von mir wollen. Ach so, das ist Alena. Ja, das war die Vormieterin hier. Ich habe verzweifelt nach meiner Küchenkiste gesucht und ich habe ihr geschrieben, habt ihr vielleicht noch eine Kiste gefunden, die nicht zu euch gehört? Da muss ich ihr gleich nur noch mal schreiben, dass sich das erledigt hat und dass nur irgendjemand gestern meine letzte Küchenkiste hinter einen Haufen Möbel gestellt hat und dachte, das wäre eine gute Idee. Ja, war nicht so eine gute Idee. Aber egal, ich werde mir jetzt was zu essen machen, werde ich duschen gehen. Oder besser gesagt, werde ich hier noch ein bisschen räumen, werde dann duschen gehen und dann gehe ich ins Bett. Und dann geht der nächste Tag los. Mein erster Urlaubstag ist schon vorbei und ich habe nicht das Gefühl, dass ich Urlaub hatte. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich wirklich Urlaub hatte. Aber egal. So ist das, wenn man umzieht. Mir tun auch immer noch die Arme weh und mein Arm stirbt gerade, während ich die Kamera halte. Aber das macht nichts. Ich mache jetzt erstmal weiter. Ich habe übrigens auch einen kleinen Kollegen von meinem Papa gekriegt, der den doppelt hat. Und zwar diesen jungen Herrn da, der da auf meinem Kühlschrank sitzt. Der bleibt da auch erstmal sitzen, weil ich es lustig finde. Vielleicht gucke ich noch, dass ich irgendwie so ein Patterfix, so ein Klebegummi-Zeugs habe, dass ich ihn da festkleben kann. Ja, finde ich lustig. War ein bisschen, dachte ich mir, der sitzt da jetzt. Naja, ich werde jetzt was essen und dann geht's weiter morgen. Hallo! Es ist einige Tage später. Ich habe die ganzen letzten Tage nicht wirklich was aufgenommen. Weil ich nur am Räumen war, meine Familie war eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit hier und hat mir geholfen beim Räumen. Es war viel los, aber wie ihr jetzt hier seht, also mein Schreibtisch steht auf jeden Fall. Ich muss jetzt noch, ich habe heute meinen Router gekriegt, das heißt ab heute habe ich wieder Internet. Es ist übrigens es ist Donnerstag, der 17.03. Nur mal um das jetzt nochmal so zu sagen. Es ist jetzt 21 Uhr und ich bin echt verdammt groggy. Also von allem diese Woche. Ich bin durch. Echt durch. Ich weiß nicht. Oh. Ich könnte eigentlich den ganzen Tag morgen nur schlafen. Weil ich wirklich echt extrem müde bin. Aber es muss ja irgendwie weitergehen, ne? Ja, wie gesagt, ich habe heute meinen Router gekriegt. Das heißt, ich habe ab heute Internet. Und deswegen werde ich auch gucken, dass ich jetzt so langsam die Vlogs schneide und das hochlade und allem möglichen drum und dran. Es ist noch nicht ansatzweise fertig hier, also ich habe noch eine Menge zu tun. Ich muss noch Löcher in den Wänden stopfen, ich muss noch streichen, ich muss noch ich will mir eigentlich auch noch
irgendwann, also das kommt nicht jetzt, aber irgendwann dieses Jahr will ich mir noch einen neuen Fernseher zulegen. Ich muss mich immer noch ummelden. Ich muss mein Gewerbe noch ummelden. Ich muss noch Versicherungen abschließen. Und dann habe ich auch noch jetzt demnächst Sperrmüll. Und eigentlich sollte Yoshi heute nochmal herkommen, um noch seinen restlichen Kram abzuholen. Halt ein paar Möbel sind noch da und noch Kisten, die sich jetzt so noch angesammelt haben. Also nachdem ich halt andere Kisten ausgepackt habe und halt noch Sachen von ihm in anderen Kisten gefunden habe, die ich dann alle zusammen in eine Kiste gepackt habe. Und da sind halt auch nochmal irgendwie 3-4 Kisten bei rumgekommen. Und dann habe ich jetzt demnächst Sommer Sperrmüll. Aber ja, Yoshi kommt dieses Wochenende nicht, weil er hätte eigentlich dann auch noch mindestens eine Nacht bei mir übernachtet. Aber das machen wir jetzt nicht, weil nachdem Yoshi krank war und von Rona heimgesucht wurde, ist er jetzt zwar wieder negativ und freigetestet und wie auch immer, aber jetzt haben das seine Eltern und ich habe dann gesagt, nee, das Risiko muss ich nicht eingehen, das muss ich mir jetzt nicht auch noch einfangen, deswegen, ich finde das kacke, dass ich die Lichtverhältnisse hier die ganze Zeit ändere. Aber egal, ich kann meine Kamera gerade nicht selber halten. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, nee, das müssen wir noch ein anderes Mal machen, weil das Risiko will ich jetzt nicht eingehen. Ja. Und heute waren noch, meine Mama war noch da, meine Großeltern waren noch da. Meine Oma hat ganz viel sauber gemacht, ganz viel geputzt. Mein Opa und meine Mama und ich, wir haben geräumt und mein Opa hat meine Spülmaschine angeschlossen. Und wir haben ganz viel geräumt. Wir haben meine Couch aufgebaut, das zeige ich euch gleich. Wir haben meine Couch aufgebaut und ja, es ist so langsam wird das hier, so langsam sieht das hier aus wie eine Wohnung. Und ich habe jetzt mittlerweile hier auch im Wohnzimmer Licht, also hier hängt eine Lampe. Und mittlerweile habe ich im Flur auch Licht. Aber ich kann mal das ganze Licht hier ausmachen, weil das verbraucht Strom. Ja. Nein, das war falsch. Falscher Schalter. Der ist richtig. Ja. Oh, das ist mein Handy. So. Ich packe mich jetzt einfach mal ganz kurz auf die Couch, weil ich es kann. Einfach weil ich es kann. Ja. Ich versuche jetzt eigentlich da hinten noch meinen PC aufzubauen, damit ich da morgen dran arbeiten kann. Aber ich glaube, das lasse ich noch, weil mein Vermieter muss morgen nochmal hierher und muss nochmal, der muss nochmal die Ecke da ein bisschen behandeln, damit das nicht schlimmer wird. Und ja, mein Mund tut weh. Also alles tut weh. Durch den ganzen Stress sind meine Lippen komplett irgendwie, weiß ich nicht, komplett außer Kontrolle aufgeplatzt. Ich habe hier eine Stelle, da eine Stelle, da eine Stelle. Also es ist wirklich ekelhaft und es tut unfassbar weh. Und es ist echt unangenehm. Also auch beim Essen ist es unangenehm, weil ich kriege meinen Mund nicht richtig vernünftig auf, weil es alles weh tut. Aber egal. Mausis geht's auch gut, die noch pennen die, aber die dürften jetzt auch eigentlich demnächst mal rauskommen. Ich guck gleich mal nach denen.
ja, die dürften jetzt auch eigentlich demnächst mal rauskommen. Weil es ist eben schon, es ist schon dunkel draußen. Und normalerweise sind die jetzt schon vollkommen am Randale machen. Deswegen wundere ich mich gerade ein bisschen, dass die noch nicht draußen sind. Aber das wird schon. Ja, wie gesagt, ich muss streichen und ich habe auch keine richtigen Lampen. Ich habe nur, wie mein Opa die so gerne nennt, ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall hier, was sagt Oma mal? Designerlampen. Ich habe Designerlampen Designerlampen an der Decke. Nee, ich brauche nochmal vernünftige Lampen, weil ich will nicht schon wieder die ganze Zeit nur mit Baufassungen leben. Und ja. Es ist schon wesentlich besser und es ist schon wesentlich wohnlicher geworden und ja. Also hier unten, da kommt dann irgendwann mein Fernseher hin und da kommen noch Regale hin und sowas, dass hier der ganze Kram auch... Oh, da sehe ich ja schon eine Mausenase. Twinkle. Ja, komm mal raus. Komm mal raus und zeig dich mal, du hübsches Ding. Guck mal. Da ist sie, die kleine Süße. Jo. Mein Schatz? Ja. Du kleiner Rabauke, du. Naja, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass ich... Ich bin so müde. Ich glaube nicht, dass ich den PC heute noch anschließe. Das wird zu viel, glaube ich. Aber ich werde jetzt mein Bett noch freiräumen. Ich glaube, dann werde ich mich nur noch fertig machen und dann werde ich ins Bett gehen. Morgen früh muss ich noch ein paar Anrufe tätigen. Also ich muss noch bei mir in der Schule im Office anrufen, weil ich noch eine Bescheinigung von denen brauche. Ich muss noch mal bei meiner Krankenkasse anrufen. Ich muss noch hier gerade sauber gemacht, Twinkle. Und so dankst du das uns? Ja, dich meine ich. Oh Mann. Ja, ich muss bei der Krankenkasse anrufen. Ich muss bei der Schule anrufen. Dann kommt morgen mein Vermieter noch. Ich will gucken, dass ich im Rathaus einen Termin mache, um mich umzumelden. Und. Wenn ich dann nächste Woche umgemeldet bin, dann muss ich Versicherung neu anmelden. Oh. Und wenn ich das alles fertig habe, dann hoffe ich, dass auch mal wieder ein bisschen Ruhe einkehrt. Weil ich bin die letzten Tage, die letzten Wochen waren einfach nur purer Stress für mich. Ich weiß nicht, ob man das in meinem Gesicht sieht, so diese dicken Augenringe hier. Aber ich habe gut geschlafen die letzten paar Tage, so ist es nicht. Aber, Alter, ich bin wirklich, wirklich kaputt. Nur noch meine Beine sind, also eigentlich Pudding, aber ich merke das mittlerweile schon gar nicht mehr. Ich habe Schmerzen auf dem Fuß, weil mir meine eine Kommode auf den Fuß gefallen ist, als wir die tragen wollten. Ja. Ist irgendwie nicht so geil. Aber egal. Ich kann jetzt immerhin vloggen, wann ich will und muss nicht darauf achten, ob irgendjemand zu Hause ist, weil ich bin die Einzige, die zu Hause sein kann. ja, auf jeden Fall. Ich bin froh, dass ich endlich WLAN habe. Dieses Leuchten da hinten auf der Fensterbank, das macht mich glücklich. Ich habe WLAN, Internet. Das heißt, ich muss morgen einfach nur noch mal ein paar Einstellungen machen, das Netzwerk umbenennen. Ich habe auch tatsächlich zwei Telefonnummern von Vodafone bekommen. Das heißt, ich könnte rein theoretisch ein Arbeitstelefon an meinen Dings stellen und
rein theoretisch noch noch ein zweites Telefon, aber ich brauche nur, wenn, dann brauche ich nur eins, und zweitens fast keiner, also ich benutze das Festnetz fast gar nicht mehr. Ich benutze eigentlich nur noch mein Handy. Ja, guten Appetit, ist jetzt Abendessenzeit. Jo. Naja, wie gesagt, ich werde jetzt noch kurz was essen, mein Bett freiräumen, mich fertig machen und dann werde ich mich hinlegen, weil ich bin müde. Und wir sehen uns morgen, wenn ich hier alles fertig mache und wenn ich hier alles anschließe und einräume, dekoriere. Also was heißt dekorieren? Dekorieren tue ich noch nicht so wirklich, aber zumindest mal meine ganzen Schubladen hier einräumen und meinen Maltisch wieder auf Vordermann bringen und andere Sachen einräumen, Bücher und Co. Das werde ich noch machen. Und dann, ja, sehen wir uns morgen. Und ich wünsche euch eine gute Nacht. Oh. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Und hoffe, ihr schlaft alle schön. Und ich hoffe, ihr habt weniger Stress als ich im Moment. Und hoffe, ihr habt jetzt, weiß ich nicht, Ferien, Urlaub, was auch immer. Und wünsche euch noch eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, besser gesagt. Und wir sehen uns noch. Ich mache morgen einfach weiter. Also, ne? Wir sehen uns morgen. So, guten Morgen. Es ist jetzt 11. Es ist jetzt der 18.3. Ich habe gerade beim Rathaus angerufen und wollte mir einen Termin fürs Ummelden machen lassen. Ich habe auch einen Termin. Das Ding ist, ich habe eigentlich nach dem Umzug habe ich eigentlich 2 Wochen Zeit, also bis nächsten Sonntag oder übernächsten Sonntag. Aber der früheste Termin, den die mir geben konnten, war am 16. Mai, weil die vorher komplett ausgebucht sind. Ja gut. Das kann man mal so machen. Das heißt, ich muss jetzt am Mittwoch, also nächsten Mittwoch, ganz früh gucken, ob ich irgendwie einen Notfalltermin bekomme, weil die meinte, ja, mittwochs werden immer Notfalltermine freigeschaltet. Das heißt aber, dass ich am nächsten Mittwoch, ich glaube um 6 oder so aufstehen muss, um schon mal auf die Webseite zu gucken, damit ich vielleicht noch einen Termin abkriege. Ansonsten kann ich mich erst am 16. Mai richtig ummelden. What the fuck? Das heißt, ich muss mich jetzt heute. Ich habe mich um den Kram mit meiner Kieferorthopädenbehandlung habe ich mich gekümmert. Und da muss ich jetzt nochmal. Im UKE anrufen, dass ich eine Bescheinigung von einem Chirurgen bekomme, dass ich die da weiterleiten kann. Und das heißt, jetzt muss ich mich heute. Wenn ich gleich meinen PC aufgebaut habe, muss ich mich um meine Versicherung kümmern, weil ich kann nicht 2 Monate warten, um mich versichern zu lassen. Das funktioniert nicht. Ist halt so. Ich dreh durch. Also, welcome to Germany, ey. Egal. Ich werde jetzt meinen PC aufbauen und dann gegen 13.30 Uhr kommt mein Vermieter und kümmert sich um meine Wand. Und dann gucke ich mal, ob ich heute noch, nachdem mein Vermieter da war, ob ich heute noch einmal zu IKEA fahre, damit ich mir fürs Badezimmer wenigstens vielleicht so ein bisschen was kaufen kann. Das
das ist so das, was ich jetzt noch, machen muss. Ich brauche auf jeden Fall so Sachen wie einen Zahnputzbecher. Also Zahnputzbecher kriege ich auch überall anders, aber wenn ich schon mal bei Ikea bin, dann kann ich da halt auch einkaufen. Zahnputzbecher, noch vielleicht ein kleines Regal. Ich zeige euch das mal. Ich habe im Badezimmer so einen Absatz unter meinem Spiegel. Und da will ich gucken. Also hier habe ich so ein... Oh, warte mal, ich muss mal ganz kurz. So. Hier habe ich so einen Absatz. Und ich will gucken, ob ich dafür ein Regal bekomme, was genauso tief ist. Also ohne, muss nicht mit Türen sein, sondern einfach erstmal, dass ich halt hier in die Ecke am besten irgendwie ein kleines Regal stellen kann, dass ich da meine ganzen Sachen hinpacken kann, dass das hier nicht so offen rumsteht alles. Und dass ich irgendwie irgendwo einen Platz dafür habe. Keine Ahnung. Auf jeden Fall will ich das machen. Das sind noch Altkleider, die ich noch wegbringen muss. Küche ist nicht chaotisch, aber immer noch nicht das, was ich haben will. Aber hey, ich bin vor einer Woche umgezogen, also ganz entspannt. Ich werde jetzt nochmal diesen Ecktisch hier auseinandernehmen und die Ecke hier rausnehmen, weil das mit dem Ecktisch hat mir doch nicht so gut gefallen. Deswegen werde ich jetzt den auseinandernehmen und den da und einen Teil davon da in die Ecke, packen. Und um diese Wand muss sich mein Vermieter heute noch kümmern. Und dann gucken wir mal, wie das alles wird.